Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zum Star Stable News Update vom 19.04.2017. Ja, heute ist es endlich soweit. Heute können wir endlich bei den Story Quests weitermachen. Und zwar dreht es sich in dieser Story Quest um Justin. Ihr könnt alles Nähere schon auf der Star Stable Internetseite nachlesen. Ich meinerseits habe die Quest schon gemacht und bin begeistert. Die Let's Play Folgen dazu folgen jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage. Es wird jetzt auch gleich hinterher noch die erste Folge kommen. Und ja, was braucht ihr eigentlich für Voraussetzungen dafür? Um die Quest spielen zu können, müsst ihr zum Beispiel bei Jenna die Quest machen, wo euch für die Aufspüren des Diebes im Moor, wo sie euch für das Aufspüren des Diebes im Moorland bedankt. Und bei den Bewahrer Aidens den inneren Bisskreis, das Rufniveau nicht gemocht erreicht haben. Und ihr müsst mit Linda in die Bibliothek gesprochen haben, nachdem ihr Draco auf der Dark-Plattform gesehen habt. Also dieser gruselige Typ mit dem Pferd. Und ja, und dann, wenn ihr das alles erledigt habt, steht euch eigentlich nichts mehr im Weg, um die neue Story-Quest zu starten. Ich will jetzt nichts vorweg spoilern, also es ist so cool gemacht, ich habe so eine Freude gehabt beim Spielen. Und ja, zusätzlich ist noch eine kleine, sag ich mal, Aufpolierung gekommen. Im Moorland, der Lifetime-Shop wurde mit einem neuen Namen bestückt, sag ich mal. Er heißt jetzt Bonus-Shop. Und ja, ihr könnt dann nach wie vor zwischendurch mal kostenlose Items abholen, zumindest für die Star Rider sind, die Lifestyle Star Rider sind. Und der Pferdemarkt wird jetzt am Ende der Jerbikstall Arena eröffnet. Dort könnt ihr wieder die kleinen Quests machen. Und ja, das war's eigentlich soweit für diese Woche. Glaubt mir, ihr habt mit dieser Quest wirklich genug zu tun, da seid ihr beschäftigt. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß bei der Quest. Die ersten Let's Plays von mir dazu könnt ihr heute Nachmittag schon mit, beziehungsweise heute Abend, je nachdem wie das mit dem Hochladen funktioniert. Ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Story Quest. Wie gesagt, ich bin begeistert. Und ja, dann sehen wir uns dann spätestens im Let's Play wieder. Bis dahin. Tschüss.